Ja, guten Tag. Also mein Thema sind, wie man hier lesen kann, politische Tendenzen in der deutschen Arbeitsgerichtsbarkeit. Und also da vielen Anwesenden ja sowohl Arbeit als auch Gerichte eher fremd sein dürften, dachte ich, dass es didaktisch geboten ist, vorweg erstmal die Funktionsweise der deutschen Arbeitsgerichtsbarkeit anhand einer fiktiven Fallkonstellation zu veranschaulichen. Und zu diesem Behufe möge man sich einen durchschnittlichen deutschen Arbeitnehmer vorstellen, wie er hier im Schweiße seines Angesichts vor sich hin Lohn arbeitet, um die Gier der herrschenden Klasse nach Mehrwert zu befriedigen. Und ja, und weil der karge Lohn aber leider nicht ausreicht, um davon seine Spielschulden und die Zigaretten und das Essen für seine 12 adipösen Kinder zu bezahlen, deshalb beschließt unser Arbeitnehmer am Monatsende, Leergut einzulösen, das scheinbar herrenlos in seinem Büro rumfliegt, um von dem Pfandgeld dann Frittierfett für seine Kinder zu kaufen. Dummerweise stellt sich dann aber raus, dass dieses Leergut gar nicht herrenlos war, sondern Eigentum des Arbeitgebers, der sich von dem Pfandgeld eigentlich einen neuen Siegelring kaufen wollte. Und verständlicherweise ist der jetzt also total erzürnt und setzt seinen Arbeitnehmer einfach vor die Tür. Und das erzürnt jetzt aber den Arbeitnehmer, der sich ungerecht behandelt fühlt. Und wer in einem Rechtsstaat diesem Gefühl rechtmäßig Ausdruck verleihen möchte, der klagt dann also bei einem Arbeitsrichter. Ja, und ein Richter, der rechtmäßig richtet, der muss sich nach dem Recht richten. Also das heißt, der schaut also in das Gesetz, um festzustellen, ob unserem Arbeitnehmer nach geltendem Recht irgendwie ein Unrecht widerfahren ist. Und da kommen wir jetzt zum zentralen Problem meiner Doktorarbeit. Das deutsche Arbeitsrecht ist nämlich leider Gottes in Teilen etwas schlampig gemacht. Ja? Also das hat Lücken und das ist zum Teil also unklar und mehrdeutig. Und das führt dazu, dass jeder Arbeitsrichter bei seiner Entscheidungsfindung also immer einen gewissen Spielraum hat. Und da könnte sich jetzt der Verdacht aufdrängen, dass Arbeitsrichter geneigt sind, diesen Spielraum im Sinne ihrer politischen Überzeugungen auszunutzen, dass also Arbeitsrichter mit eher progressiven politischen Ansichten im Zweifelsfall nach links tendieren, ja, also das heißt zugunsten der Arbeitnehmerseite entscheiden, wohingegen Kollegen mit eher konservativem Weltbild, also vielleicht eher dann nach rechts gucken, also das heißt zugunsten der Arbeitgeber entscheiden. Und also dass dem so ist, also dass unsere deutschen Arbeitsrichter tendenziell eher tendenziös entscheiden, das wird also gerne behauptet, das ist empirisch, aber bislang nicht wirklich überzeugend belegt. Und ich habe mir vorgenommen, das empirisch überzeugend zu belegen. Und deshalb habe ich eine quantitative Analyse durchgeführt. Und zwar habe ich mir Richter an deutschen Landesarbeitsgerichten angeguckt. Also die bieten sich aus methodischer Hinsicht deshalb an für so eine Analyse. Also jetzt wird es ein bisschen komplex. Also weil die ihre Fälle nach einem Zufallsprinzip zugeteilt bekommen. Moment. Und aus diesen Fällen generieren die dann Urteile. Und wenn sich diese Urteile jetzt in langfristiger Betrachtung irgendwie signifikant unterscheiden, dann muss das mit tendenziösem Entscheidungsverhalten zusammenhängen, all dieweil die Fälle selbst, wie man sehen kann, ja keine systematischen Unterschiede aufweisen. Und ja, ob es solche Unterschiede gibt, das kann man also statistisch überprüfen, das geht total einfach. Da muss man nur ungefähr 1000 Urteile auswerten oder auswerten lassen von Hiwis. Und ja, dann hätte man schon mal einen Arbeitgeberfreundlichkeitsindikator als abhängige Variable. Und weil so eine abhängige Variable ja von irgendwas abhängen muss, braucht man noch unabhängige Variable. Das heißt Faktoren, die erklären, was einen Arbeitsrichter arbeitgeberfreundlich machen könnte.
Und da käme in Betracht aus theoretischer Sicht zum einen das Parteibuch des Ministers, dem so ein Arbeitsrichter seinen Arbeitsplatz zu verdanken hat. Also da stünde zu vermuten, dass von Christdemokraten ernannte Arbeitsrichter ihre christliche Nächstenliebe, also eher der Arbeitgeberseite, zuteil werden lassen und dass Sozialdemokraten vielleicht eher arbeitnehmerfreundliche Richter ernennen. Dann gäbe es noch das Alter. Also je nachdem, ob so ein Arbeitsrichter seine Kindheit in der Hitlerjugend oder im Kinderladen verbracht hat, das müsste sich also nach dem Dafürhalten der politischen Sozialisationsforschung irgendwie auf sein Weltbild auswirken. Und auch das Dienstalter könnte da eine Rolle spielen. Also all dieweil eben mit zunehmender Diensterfahrung in der Regel ein gewisser Rechtsdrall einhergeht. Dann hätten wir noch das Geschlecht, das ja generell eine sehr prominente Rolle spielt in unserer Kultur. Also auch im 21. Jahrhundert hängt davon immer noch ab, ob man Kinder oder Prostatakrebs kriegen kann. Und insofern ist dann eben auch nicht ausgeschlossen, dass sich richterliche Geschlechtsorgane irgendwie auf das Entscheidungsverhalten ihrer Inhaber auswirken. Und dann hätten wir zu guter Letzt noch die soziale Herkunft. Also die Frage, ob so ein Arbeitsrichter von adeligen Großgrundbesitzern in einem Lustschloss oder von arbeitslosen Altmetallhändlern im Suff gezeugt wurde. Und also da man weiß, dass sich Angehörige begüterter Schichten also häufiger mal einen akademischen Titel leisten, kann man in diesem Zusammenhang also eine Promotion als Indikator für eine privilegierte soziale Herkunft verwenden, wenn man sonst nichts hat. Und Und um jetzt zu schauen, ob unsere abhängige Variable wirklich von den unabhängigen Variablen abhängt, berechnet man eine Regression. Also man kennt das vielleicht aus der Psychoanalyse als den zwanghaften Rückfall in die reduzierten Denkmuster der frühen Kindheit. Und bei uns in der empirischen Sozialforschung ist das also der zwanghafte Versuch, soziale Phänomene irgendwie auf Zahlen in Tabellen zu reduzieren. Und okay, Leute vom Fach. Und also das geht total einfach. Also man füttert ein Statistikprogramm mit Daten und dann wiederholt man so lange den Regressionsbefehl, bis man Sternchen sieht. Und dann sagt man Heureka oder so. Wow, also der Doktortitel und das Dienstalter haben einen signifikant positiven Einfluss auf die Arbeitgeberfreundlichkeit von arbeitsrichterlichen Entscheidungen. Das heißt, wir können festhalten, dass tendenziöses Entscheidungsverhalten in der Tat empirisch nachweisbar ist. Und zwar ist das zusammengefasst so, je dienstälter und je promovierter so ein Richter ist, desto arbeitgeberfreundlicher sind seine Entscheidungen. Das Parteibuch des zuständigen Ministers und das Geschlecht sind dagegen Wurst. Vielen Dank.